Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit nimmst zu einem Interview für Jetzt TV. Kannst du mir zu Beginn kurz sagen, wo wir hier sind, was das für Räume sind, in denen ich dich hier treffen und interviewen darf? Ja, das sind die Räume, die ich seit 2 Jahren arbeite hier in diesen Räumen. Vorher hatte ich andere Räume, die zu klein geworden sind. Und es ist ein Zentrum, das ich vor 10 Jahren gegründet habe, Zeit und Raum. Es widmet sich dem Aufwachen und meiner Arbeit. Und es ist sehr schön, sehr ruhig hier, obwohl es mitten in Berlin ist. Vielleicht dazu auch, der Hauptteil meiner Arbeit findet hier in der Stadt statt. Das hat zur Folge, dass ich mit denselben Menschen sehr lange arbeite, jahrelang manchmal, manchmal noch länger. Und ich erlebe das als einen großen Vorteil insofern, als es dazu führt, dass ich gezwungen bin, die Arbeit immer mehr zu vertiefen. Wenn ich nur rumreisen würde und immer neue Leute sehen würde, dann wäre es da nötig, immer die Grundsätzlichkeiten zu vertreten und mitzuteilen. Und ich finde diese Vertiefung der Arbeit sehr wertvoll. Also wie sieht das konkret praktisch aus? Was tust du hier in den Räumen und wie oft? Ich habe 2-mal in der Woche abends ein offenes Treffen. Manche nennen das Satsang. Ich bevorzuge das schlichtere Wort. Mache Wochenendseminare, Gruppen oder Retreats. Mache 2-mal im Jahr ein längeres Seminar über Methoden des Wachstums. Dazu muss ich etwas ausholen. Ich glaube, dass es verschiedene spirituelle Methoden des Wachstums gibt. Die Menschen, die regelmäßiger zu mir herkommen, treffen sich sehr oft oder sehr viele von denen einmal die Woche oder alle 14 Tage für einen Abend, für eine Stunde, für 2 Stunden, machen das, was wir Bewusstseinsübung nennen, machen bestimmte Körperübungen miteinander, machen Atemübungen oder Trance-Übungen miteinander. Also die Menschen, die zu mir herkommen, kommen nicht nur zum Satsang oder zum Wochenendseminar und sitzen hier und hören, sondern ganz spezifische, ausgewählte, sehr klar strukturierte Übungen gebe ich ihnen an die Hand, die sie dann miteinander machen. Nach meiner Erfahrung intensiviert das den Prozess der Menschen. Du hast jetzt schon etwas ausgeholt zu dem, was du tust. Ich würde ganz gern von dir biografisch ein paar Sachen hören. Wer du bist, wie du dazu gekommen bist. Ich habe bei Jetzt TV schon gehört von dir, du bist Psychotherapeut oder warst es? Kannst du dazu etwas sagen, zu deinem Werdegang? Ja. Ich habe Psychologie studiert in den 70er Jahren. Das war die Zeit, in der viele von den Psychologiestudenten und eine Reihe von den Dozenten nach Pune fuhren, um bei Osho zu sein oder Bhagwan, wie er damals hieß. Also es war eine Zeit des Aufbruchs einerseits der humanistischen Psychologie und Therapie, die das Lebendigwerden, das Authentischwerden des Menschen zum Ziel hatte und auf der anderen Seite eine spirituelle Öffnung und ein spiritueller Aufbruch. Ich selber bin nicht in Pune gewesen. Irgendwie hat es mich da nicht hingezogen. Aber ich habe nach dem Studium, als ich begonnen habe, zur Hälfte an der Universität zu arbeiten und zur Hälfte psychotherapeutisch zu arbeiten, ich habe sehr schnell einen Lehrer gesucht, der mir nicht nur Psychotherapie vermittelte, sondern neben der therapeutischen Arbeit auch eine spirituelle Perspektive. Das war Leland Johnson, mit dem ich über 15 Jahre zusammen war, der ein Schüler von Muktananda war und Yoga und Meditation. Er war selber ein Schüler von Fritz Perls, hatte also die Gestalttherapie aus erster Hand gelernt und Körpertherapien gelernt und einem Wunsch Fritz Perls entsprochen, Gestalttherapie und Körperarbeit zu verbinden. Ich habe sehr viel gelernt dort und
Meine zunehmende therapeutische Arbeit war von diesem ganzheitlichen Ansatz bestimmt. Aber trotzdem war das für mich noch nicht genug und die Suche noch nicht zu Ende. Mein damaliger Lehrer Leland Johnson hatte von den Yogis und dem Weg des Siddha-Yoga die Perspektive übernommen, das Aufwachen erfolgt erst in vielen, vielen Leben und in diesem Leben können wir höchstens kleine Schritte in die Richtung tun. Ich war also weiter auf der Suche und habe ein großes Glück gehabt, dass ich dann 1998 auf Eli Jackson Beer stieß und lernen durfte, was mir noch fehlte. Oder das Glück und die Gnade hatte, aufzuwachen. Oder dann sehr schnell begonnen habe, dass meine bisherige psychotherapeutische Arbeit aufhörte und die spirituelle Arbeit begann. Du hast jetzt gesagt, du warst eben noch auf der Suche und dann hattest du das Glück, Eli zu treffen und es hat sich die Suche beendet. Wonach hast du gesucht und inwiefern hat sich das beendet? Wonach wirklich sucht? Nach der ganzen Wahrheit. Nach dem Aufwachen, nach der Verwirklichung. Ich wusste es nicht so bewusst, weil ich hatte gar nicht die Idee, dass das Aufwachen und das Aufwachen in diesem Leben möglich ist. Das war das, was ich von Eli so ungefähr als erstes gehört habe. Das Aufwachen ist in diesem Leben möglich. Und das hat meine ganze innere Perspektive, meine ganze Energie verändert. Ich habe sehr viel daraus gelernt, dass es nämlich nicht nur auf den Wunsch Aufwachen ankommt, sondern gleichzeitig darauf ankommt, dass man für sich das Aufwachen als eine reale Möglichkeit begreift. Keine Garantie, nichts, was man machen kann, aber als eine reale Möglichkeit für sich selber in diesem Leben begreift, weil erst dann die ganze Energie der Sehnsucht und der inneren Bewegung sich auf dieses Ziel ausrichtet. Das war meine eigene Erfahrung sehr deutlich, aber das erfahre ich auch mit Menschen, mit denen ich arbeite. Wenn innerlich aus verschiedenen Gründen jemand glaubt, dass andere aufwachen können, aber man selber nicht, dann richtet es sich nicht aus darauf. Dann bleibt alles andere, alles Ichhafte, alle anderen Wünsche wichtig und nehmen den ganzen Raum ein. Also das war das, was ich von Eli zuerst gelernt habe, dann habe ich noch, auch nach dem Aufgewachtsein, noch jahrelang von ihm verschiedene Aspekte der Arbeit, der Enneagrammarbeit und anderer Arbeit gelernt, sodass dass die Arbeit von Eli das Wesentliche ist, was meine Arbeit bestimmt. Hast du, bevor du Eli getroffen hast, schon therapeutisch gearbeitet? Ja, schon. Guck, ich habe 82 habe ich mein Diplom gemacht und habe von 82 bis 98 therapeutisch gearbeitet, 17 Jahre. Hier in Berlin. Ich habe in Hamburg Psychologie studiert und bin dann, weil ich eine Stelle an der Universität in Berlin gekriegt habe, nach Berlin gekommen. 1983 war das. Du hast eben erwähnt, dass du von Eli auch etwas über das Enneagramm erfahren hast. Ich schätze das auch sehr. Kannst du kurz sagen, was das ist? Ja. In jedem spirituellen Weg kommt es darauf an, das Ich zu erkennen und die Wirkungsweise des Ichs zu erkennen. Das Enneagramm lehrt uns, dass das Ich in 9 verschiedenen Formen auftaucht. In 9 verschiedenen Formen. Und diese Formen bestimmen die tiefere Charakterstruktur. Man kann so sehen, das kleine Kind wächst heran und erlebt sich voller Angst gegen einer übermächtigen Welt.
und versucht jetzt eine Strategie zu ergreifen, nicht zu entwickeln, sondern zu ergreifen, um mit dieser Angst und Hilflosigkeit umzugehen. Und diese Strategie bedeutet zum Beispiel, dass sich jemand entschließt, er entschließt sich natürlich nicht, stärker zu sein als die anderen, um nicht mehr verletzt zu werden. Mehr Kontrolle auszuüben. Selber zu bestimmen, um zu verhindern, dass die anderen einen verletzen. Das ist eine bestimmte Haltung. Und diese Haltung, das wäre jetzt die Achterfixierung, ist einer dieser neun Strategien. Ein anderer entschließt sich in derselben Situation von Angst und Hilflosigkeit zu sagen, oh, ich tue etwas für die anderen. Ich ecke nicht an, ich entspreche den Erwartungen, ich mache mich nützlich. Dann kann ich mich sicher fühlen, dann werden sie nichts gegen mich haben. Das wäre dann beispielsweise eine mentale Fixierung, die 6. Und wieder ein anderer entschließt sich, dass er sagt, wenn ich für die anderen alles aus Liebe tue, wenn ich für die so viel tue, dann werden die mich wieder lieben. Dann können die gar nicht anders. Ich mache sie gewissermaßen mit dem, was ich für sie tue, von mir abhängig. So, das sind, und davon gibt es 9 verschiedene Strategien. Das ist so der Kern der Charakterfixierung, um der Angst vor dem Sterben, vor dem Alleinsein, vor dem nicht geliebt werden und der Unsicherheit, um dem zu entgehen. Und wenn ich, das ist das Entscheidende, wenn ich diese Charakterstruktur erkenne, dann sehe ich erstens, wie mechanisch ein großer Teil meines Lebens abläuft. Und zweitens, dass ich das nicht bin, sondern dass ich still werden kann und dahinter gehen kann und entdecken kann, was ich wirklich bin, während das nur gewissermaßen das Drama meines Lebens ist. Und indem ich so anhalte und bereit bin, die Gefühle, vor allem die Angst zu fühlen, die ja durch die Fixierung vermieden werden sollten, verliert diese ganze Charakterfixierung ihre Kraft und ihre Dynamik. Einen Satz möchte ich nur sagen, weil was ich eben genannt habe, ist die Hauptfixierung. Und darunter gibt es noch Unterfixierungen. Die sind von den Grundtrieben bestimmt, dass der Mensch entweder für seine Selbsterhaltung oder für die Vermehrung, der sexuelle Trieb, oder für die Zugehörigkeit in der Gruppe, das ist der soziale Trieb. Jeder hat alle 3, aber einer ist am stärksten. Da geht die ganze Energie hin. Und auch diese Unterfixierung ist sehr wichtig, weil wenn ich die erkenne, dann entdecke ich all die Dinge, in denen ich Leid erzeuge und in denen ich gebunden bin an Dinge, die ich hinterher bin und die meine ganze Energie fesseln. Also man könnte sagen, das Enneagramm ist eine spirituelle Typologie. Ne? Und du hast ja wahrscheinlich in deinem Studium auch unsere westlich-wissenschaftlichen Typologien kennengelernt. Also die Wissenschaft versucht ja auch, die Menschentypen zu erkennen und zu unterscheiden. Wenn du die mal vergleichst, also welche Unterschiede gibt es da? Ein paar Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Enneagramm Arbeit, die unterschiedlichen Fixierungen, dem Menschen selbst an die Hand gegeben wird und nicht von außen kommt. Und der Mensch selber entdeckt seine Charakterfixierung durch das Lesen der Bücher, durch das Teilnehmen an Seminaren. Selbst wenn ich die Fixierung, bei manchen Menschen sieht man sie sehr schnell, wenn man sich einigermaßen auskennt. Ich sage eben niemandem, was für eine Fixierung er oder sie hat, weil dieser Weg der eigenen Suche so wichtig ist. Also es ist nichts, was jemand von außen dem sagt. Zweitens, es ist so genau und lebendig wie keine andere Typologie. Ich habe mal einen Analytiker, der sich sehr mit Typologien beschäftigen, der in meinen Seminaren war, gefragt, was er den Unterschied sieht. Und da sagt er, es ist so viel genauer. Die ganze psychoanalytische Typologie mit ihren 3, 4 verschiedenen Fixierungen und ihren 3 verschiedenen ist so oberflächlich. Obwohl sie leicht und von jedem verständlich ist, ist sie so differenziert wie
keine andere Typologie. Es gibt noch etwas sehr Spannendes in der Enneagrammarbeit. Wenn man eine Fixierung, jeder hat eine Fixierung, aber unter Stress wandert man an einen anderen Punkt und übernimmt da Verhaltensweisen von dem. Und wenn man sich so richtig sicher fühlt und entspannt und hängen lässt, wandert man zu einem dritten Punkt. Und das erklärt etwas, was in den verschiedensten Typologien nie Eingang hat finden können, nämlich das, was jeder Mensch an sich selber erlebt, dass er nämlich sich zu bestimmten Zeiten fremd und anders erlebt als zu anderen Zeiten. Und manchmal dadurch so einen richtigen Split in der eigenen Charakterstruktur und der Persönlichkeit erlebt. Und das erklärt das. Aber der Hauptunterschied ist der, dass alle Typologien glauben, Persönlichkeiten, manche beschäftigen sich mit Charakter zu untersuchen, und viele, die über das Enneagramm reden, glauben auch, dass das Enneagramm Persönlichkeitstypologien hat. Das stimmt aber gar nicht, weil das Enneagramm untersucht die darunterliegende Struktur, die Dynamik, die die Persönlichkeit antreibt. Zum Beispiel hatte Sigmund Freud und Adolf Hitler definitiv dieselbe Charakterstruktur. Beide vollkommen interessiert und geradezu besessen davon, ein geschlossenes System zu entwickeln. Beide ganz außerordentlich leicht verletzbar und sich verfolgt wähnend. Man sieht das bei Freud, wie schnell er Adler, Reich, Jung, wie schnell sie dann persona non grata geworden sind. All das, diese dogmatisch, manche Analytiker sagen, auf Analytikertagung geht es dogmatischer zu als in der Kirche. Alles so. Also von der Charakterstruktur dieselbe Fixierung, aber von der Persönlichkeit könnte es fast nicht divergierender sein. Da wird oft ein Fehler gemacht, aber das Allerwichtigste ist, dass das Enneagramm die Charakterstruktur untersucht und dir dann Mittel an die Hand gibt, zurückzutreten und zu erkennen, dass du das gar nicht bist, und dich dann zu fragen, was ist da drunter, was bin ich wirklich, und es erleichtert den Zugang zu dieser inneren Tiefe, zu der Stille und zu erkennen, dass da Unendlichkeit und Leerheit ist. Und zu erkennen, dass du das selber bist. Dafür ist das Instrument tauglich. Als du zu Ila gekommen bist und dieses Werkzeug kennengelernt hast, in welcher Fixierung hast du dich da am meisten wiedergefunden? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ich muss was Interessantes oder was jetzt vielleicht sagen soll. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt verschiedene Therapieausbildungen gemacht und im Rahmen dieser Therapieausbildung jede Menge Stunden Therapie und Selbsterfahrung gemacht. Also Lehrtherapeuten mit mir. Und zwar weit über 1000 Stunden Einzeltherapie und sicherlich 500 Stunden Selbsterfahrung in Gruppen. Und als ich das Enneagramm kennenlernte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Selbsterkenntnis gerade erst anfängt. Es hat mir wirklich gezeigt, dass ich in ganz kurzer Zeit mehr über mich erfuhr als in den 1000 Stunden Einzeltherapie. Die waren nicht nutzlos sicher, aber mit der Enneagrammarbeit ging es viel, viel tiefer. Ich überlasse das den Zuschauern herauszufinden, was ich für eine Fixierung habe. Ich mache kein Geheimnis daraus. Viele Menschen, mit denen ich arbeite und in Berlin, wissen das einfach und sage ich dann auch. Aber ich will das vielleicht mal offen halten. Also du hast eben schon gesagt, dass das Enneagramm vom Fokus her dann eigentlich auf den tieferen Kern zielt, der verstellt wird durch die Fixierung. Dennoch erlebe ich es auch so ganz oft, dass in Satsang, Advaita, in spirituellen Kreisen generell Therapie, die Frage nach dem Ego so behandelt wird wie, ja, wenn es noch nötig ist, okay, aber hör irgendwann damit auf. Also so, es
ich frage mich auch, welchen Stellenwert hat das? Also Therapie und Spiritualität ist oft etwas, was ich als entweder als spannungsgeladen wahrnehme thematisch oder als kaum gesehen, dass eins von beiden abgewertet wird. Wie integrierst du das in deiner Arbeit? Satsang ist das Ende von Therapie. Das ist ganz klar. Weil Satsang bedeutet das Zusammensein in Wahrheit und bedeutet, dass ich nicht mehr daran interessiert bin, das Ich zu verändern, zu verbessern, besser zu funktionieren, all das, sondern nur noch interessiert bin daran, die Wahrheit zu entdecken und aufzuwachen und zu entdecken, Stille, Leere, auch Glückseligkeit, Bewusstsein zu sein. Satchit Ananda, wie die Inder sagen, Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit. Es ist also ganz deutlich das Ende von Therapie. Und viele spirituelle Lehrer sagen das so. Und viele spirituelle Lehrer begnügen sich mit dieser Aussage. Und dann wird es zu kurz. Ich will da ein ganz zentrales Problem benennen, was bei vielen Suchenden, die zu den spirituellen Lehrern hingeht, auftritt. Jeder Lehrer sagt, es ist ganz wichtig, alles anzunehmen, was auftaucht, gegen nichts Widerstand zu haben. Und darin wird eingeschlossen, alle Gefühle so anzunehmen, wie sie hochkommen. Und viele von den Suchenden sind sehr entschlossen, das zu tun. Aber oft ist es so, dass vor allem der Körper nicht mitspielt. Wenn Traurigkeit hochkommt, aber der Atem im Körper so blockiert ist, dass während der Tränen und während des Weinens der Atem gar nicht frei fließen kann, dass das Weinen nur ein gepresstes oder nur ein schluchzendes ist, wo immer ein Hinein und Heraus stattfindet, dann ist er zwar entschlossen, den ganzen Schmerz und die ganze Traurigkeit zu fühlen, die da hochkommt, aber von der körperlichen Verspannung ist es ihm gar nicht möglich, diese Traurigkeit ganz zu fühlen, hochkommen zu lassen und sich lösen zu lassen. Mit der Freude ist es das Gleiche. Auch für die Freude muss der Atem, verändert sich der Atem, und ich muss einfach in der Lage sein, dass der Körper den Atem frei verändert, ohne Einschränkung. Noch dramatischer wird es beim Aufwachen oder beim Prozess des Aufwachens selber. Man kann erkennen, dass das schließliche Aufwachen erlebt wird als ein immer tiefer nach innen fallen, bei dem der Atem immer zarter wird. Und der Atem wird nicht nur immer zarter, sondern der Körper scheint auch nur noch ausatmen zu wollen. Das Einatmen geschieht so zart, dass es gar nicht mehr gespürt wird. Viele Menschen haben an der Stelle Angst zu ersticken und kommen aus dieser nach innen sinken, nach innen fallen, aus dieser sich in sich versenken, kommen dann mit einem Atemzug wieder hoch, holen Luft, weil sie Angst haben, nicht mehr Luft zu kriegen. Wenn der Körper aber von seiner Angespanntheit gar nicht in der Lage ist, diesen Atem so fein werden zu lassen, dann ist dieser Prozess sehr erschwert. Also, aus diesen Gründen glaube ich definitiv, und meine ganze Erfahrung in den letzten 10 Jahren in der Arbeit mit Menschen zeigt das, mit der spirituellen Arbeit mit Menschen, dass die Lösung des Körpers ein wichtiger Bestandteil des ganzen Weges ist. Also, neben verschiedenen anderen Dingen, die man lösen kann, innerlich klären kann, habe ich aus dem alles
etwas entwickelt, was ich die 7 Schritte zum Aufwachen nenne, was jetzt nicht etwas ist, mit dem man das Aufwachen machen kann, aber wo man mit sich arbeiten kann, um innerlich so gelöst zu werden, dass man sich fallen lassen kann, sich mit der Vergangenheit so auszusöhnen, dass man nicht mehr seine ganze Energie da rein steckt und da innerlich gefesselt und gebunden ist, dass man in der Lage ist, seine Gefühle, die hochkommen, auch so zu fühlen, wie sie auftauchen, dass man sich mit Ängsten auseinandersetzt und denen begegnet, die Angst vorm Sterben, vor der Bodenlosigkeit, die da auftauchen, und dass man vor allem seine verschiedenen Ziele, die das Leben regieren, erforscht, entdeckt und sich zu einer inneren Entscheidung oder zu einer inneren Bewegung kommt, dass das Aufwachen wichtiger wird als alles andere und die Ziele gewissermaßen erstens bewusst werden und zweitens in ihrem Zueinander klarer werden. Also das insgesamt sind 7 Schritte, das sind Dinge, und da gibt es Methoden auch aus dem therapeutischen Raum, die genutzt werden können, um zu dieser Veränderungsarbeit zu kommen. Also du sagst jetzt also, es gibt therapeutische Methoden, die sinnvoll sein können, körperliche Spannung zu lösen. Dann habe ich von dir aber eben auch schon wahrgenommen, dass du aus so einer Advaita-Tradition heraus sprichst und dann möglicherweise sagst, es gibt hier niemanden, der überhaupt etwas tun könnte. Wie kriegst du diese 2 Aussagen nebeneinander, vielleicht an einem Abend in einem Raum, ohne völlig widersprüchlich zu wirken? Ja, das ist eins der spannendsten Themen, die es in der spirituellen Bewegung gibt. Zuerst mal, ich glaube, wir bräuchten nichts dagegen zu haben, wenn Antworten auf Fragen paradox sind. Der Mensch ist sicher nicht so einfach strukturiert wie eine Waschmaschine, sagen wir mal, oder wie ein Auto. Er ist komplexer strukturiert als das Licht. Und von dem Licht wissen wir definitiv, dass es diese paradoxe Eigenschaft hat, sowohl ganz und gar immateriell zu sein und deswegen Glas und anderes zu durchdringen, als auch materiell zu sein in Quantenform. Und deswegen ist Licht in der Lage, beispielsweise Augen zu operieren als Laserlicht. Und da können wir auch nicht sagen, oder die Wissenschaft hat ein paar Jahrzehnte gebraucht, zu sagen, die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und schließlich hat man sich geeinigt, oh, offensichtlich ist beides der Fall. Obwohl es sich im selben Moment ausschließt. Und jetzt sage ich mal, ist der Mensch und auch die innere Bewegung des Menschen wahrscheinlich noch ein bisschen komplexer als das Licht. Also das, da finde ich dann diese Antworten oft zu linear. Aber die Menschen, die sagen, oder die Lehrer, die sagen, du kannst nichts tun, haben recht. Und es richtet sich tatsächlich gegen viele, die glauben, durch Übungen, durch Mantra singen, durch Yoga-Übungen, durch verschiedene andere Übungen können sie innerlich etwas erwerben, mit dem sie dann Zustände innerlich finden, die sie dann durch Anstrengungen aufrechterhalten. Und wenn sie dann in der Lage sind, die Fähigkeit entwickelt haben, solche Zustände über längere Zeiträume zu haben, dann werden sie irgendwann, das ist alles Unsinn. Und da hat, glaube ich, tatsächlich Ramana Maharishi den entscheidenden spirituellen Impuls in die Welt gebracht, indem er praktisch gesagt hat, hört auf mit den Übungen. Aber er hat nicht gesagt, tut stattdessen nichts. Er hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, sei still. Einmal gab es sogar den Satz, dass er sagte, meine ganze Lehre, meine ganze Methode lässt sich in diesem Satz zusammenfassen, sei still, halte an.
Und bei Ramana finden wir auch Sätze zu lesen wie: Zu Anfang muss derjenige, der auf der Suche sein, sich zu 100% bemühen. Ist nicht wie viele aus dem Advaita sagen, oh, nichts tun, nichts tun, nichts tun. Ramana sagt, zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen. Bis du dann an einen Punkt kommst, wo du dich gar nicht mehr bemühen kannst. Und wo du dich auch nicht mehr nicht bemühen kannst. Also das sind sehr viel befriedigendere Antworten als diese kurze, du kannst nichts tun. Es gibt noch etwas sehr Wesentliches. Natürlich kann der Mensch nichts tun. Das ist ganz selbstverständlich. Er tut auch jetzt nichts, weil es ja kein Ich gibt. Aber der Mensch kann sich aufgrund seiner eigenen Sehnsucht und aufgrund seiner eigenen Energie ganz offensichtlich entschließen, anzuhalten. Wie Ramana sagt, still zu sein. Also, ich habe nicht die Wahl, ob ich dies tun kann, jenes tun kann oder das tun kann, weil es das Ich gar nicht gibt. Aber ich habe, um in diesem Bild zu bleiben, die Wahl, ob ich alles so weiterlaufen lasse, wie es schon seit Hunderten von Jahren läuft und wie es in der Konditionierung und der Fixierung in meinem ganzen Leben bisher läuft. Also die Wahl, ob ich alles so laufen lasse, wie es ist, oder ob ich anhalte. Und wenn ich anhalte, dann kommen die ganzen Gefühle hoch, die vorher mit der Konditionierung und der Fixierung vermieden wurden. Und diese Fähigkeit anzuhalten, die erleben die Schüler tatsächlich als eigene Erfahrung. Oftmals nicht am Anfang so sehr, aber wenn sie sich länger mit diesem inneren Anhalten befassen, hört man immer wieder, jetzt fange ich an, die Erfahrung zu machen, dass ich wählen kann. Dass ich dieses Verhaltensmuster ablaufen lasse und wieder in meine Gedanken gehe und mir die ganze Geschichte erzähle und den ganzen inneren Dialogen folge, oder ob ich anhalte und stattdessen die Wut fühle und weiter anhalte und den Schmerz der Verletzung fühle, die unter der Wut ist. Und dann wird dieses Ich kann nichts tun, wird dann viel substanzieller, weil ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich nichts tue. Und dieses dafür sorgen geschieht dadurch, dass ich anhalte. Und weil die Konditionierung dermaßen mächtig ist, ist das Anhalten ein sehr bewusster Prozess, der als ein sehr aktiver Prozess erlebt wird, der auf einer enormen inneren Energie und Fokussierung, Entschlossenheit und der Fähigkeit beruht, wirklich das hochkommen zu lassen, ohne nicht sofort wieder in den Film, die Gedanken und die Geschichte zu gehen.